Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das werde ich, was ich euch jetzt zeige, werde ich auch in einem Odin mal shoppen zeigen. Das habe ich noch nicht gedreht, das werde ich jetzt morgen oder übermorgen machen. Ich warte noch auf was. Aber ich möchte da unbedingt gerne ein separates Video zu machen, und weil heute Abend Hangout ist und da werde ich es wahrscheinlich schon benutzen, muss ich natürlich jetzt schon mal das Video darüber machen. Und zwar von Solmimi Kopfhörer mit USB. Wir switchen mal schnell in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Amazon-Paket weg. So. Und hier haben wir das. Das wäre, da ich sagen, Kopfhörer mit USB. Ja. Ne? Kennen wir doch alle. Ja, so nicht ganz. Ihr wisst ja, ich mag In-Ears nicht. Ja? Mit diesem Gummi, das geht mir auf den Puffer. Das kann ich nicht ab. So, oh, der ist aber lang, der Kabel. Ach, da ist ein Mikrofon mit bei, oder? Okay. So. Dann werden wir das mal hier noch ranpinöpeln dann. So. Anleitung brauchen wir jetzt nicht wirklich, denke ich mal. Das ist ein USB, den wir anschließen. So. Oh, so aus Metall. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier das Dingens ans Dingens. So, haben wir. So. Jetzt haben wir das Dingens am Dingens. So. Und das Geile bei diesen Kopfhörern ist, es sind ganz normale. Und hier steht dick und fest links und rechts drauf. Das ist wichtig. So richtig oldschool wie von früher. Seht ihr das? Richtig oldschool von früher. Einfach ins Ohr machen und fertig. Steht nur dick links und rechts drauf. Ja, und dann kommen wir hier zu dem Bedienteil. Ein Knopf, und ich denke mal, das ist laut und leise. Und ein Knopf, ich denke mal, für muten. Dann können wir uns das auch hier anbamseln. Haben wir so eine schöne Klammer. Ja, wie gesagt, hier der Schieberegler und der Knopf. Und einen schönen langen USB-Kabel. Also der Kabel, der zum USB geht. Schade, dass er nicht gesleeved ist. Das wäre nochmal ein Tacken geiler. Aber bei dem Preis. Und hier ein USB-Anschluss. Und das ist, wartet mal, ich hoffe, ihr habt es gehört, das ist Metall. Und auch gut verarbeitet. Der Kabel ist hier fest drin. Ja, ich sag der Kabel. Alles verschlossen. Hier ist auch nichts lose, wie wir von manchen anderen kennen, dass es hier so lose dran rumbammelt oder dass man aufpassen muss, wenn man da dran zieht, dass man die Kabel hier aus dem Stecker rauszieht. Nein, ist hier nicht. Hier ist alles fest. Oh, da bin ich gespannt, ey. Das wollte ich euch nämlich unbedingt zeigen. Vorm Hangout. Ich mache das Zoom nochmal raus. Ja. Und warum? Ich habe so tolle Kopfhörer, werdet ihr euch denken. Ja, habe ich. Aber wenn du im Hangout oder auch jetzt teilweise Spiele im Sommer machst und draußen halt über 30 Grad, in der Bude über 30 Grad, du schwitzt dir einen Wolf, dir läuft die Soße nur überall aus allen Poren. Ja, und da kannst du keine fetten Kopfhörer 5, 6 Stunden anziehen. Da sind die halt gut. Die donner ich mir ins Ohr.
Und ich habe ein Kabel und fertig ist. Ich bin auf keine Batterie angewiesen. Weil ich habe ja schon solche von Soundpads, aber da gehen die Batterien dann irgendwann leer. Und dann muss ich wieder umsteigen, dann nehme ich meine Knochenschall. Ja, und so bin ich jetzt kabellos. Kabelgebunden zwar, aber. Ja, egal. Kabelgebunden, aber ich habe keine Energieprobleme mehr. Werden wir nachher heute gleich mal im Hangout testen. Und dann werde ich, vielleicht schnipple ich hier noch was dran und sag, wie es war. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Aber erstmal verabschiede ich mich. Ich werde euch die Teile unten in die Videobeschreibung verlinken. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.